Hallo und herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. Mein Name ist Dr. Skill. Wir befinden uns in der dritten Folge. Und um gar nichts zu verpassen, dürft ihr mit mir den Ladebildschirm anschauen, was zwischen der zweiten Folge und der dritten. Ich dachte, es geht schneller, um ehrlich zu sein. Um fair und ehrlich zu sein. Ja. Was kann ich sagen? Vielen Dank fürs Feedback, für die ersten Folge. Das, glaube ich, ist in der zweiten ein bisschen untergegangen. Es kam ja doch ganz gut nett an und auch der Kanal ist gut am Wachsen. Ich benutze jetzt einfach diese Überbrückungszeit, um einfach ein paar Themen anzusprechen. Und ich finde, der Kanal ist sehr stark und sehr schön am Wachsen und macht mir Spaß. Danke nochmal. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Jetzt mal sagen, Loyalität. Loyalität? Ich denke, ich bin ein treuer Freund. Das schätze ich auch bei anderen. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Uff. Also,
Nehmt's mir nicht böse, ne? Aber ich würde gern das Haus wechseln. Ich möchte gern nach Gryffindor. Hat man noch Ravenclaw und Slytherin? Nee, ich möchte gern nach Gryffindor. Du bist bereit, auch allein voranzugehen, wenn es sein muss. Ich dachte so mit Loyalität und alles, dann passt das schon. Ah, Gryffindor, perfekt. Sei es Gryffindor. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Jetzt aber wieder ein bisschen lauter, so dialogmäßig, ne? Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte abenteuerlich werden. Ich freue mich schon darauf. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal den Gryffindor-Gemeinschaftsraum betrat. Sie waren in Gryffindor? Ich bin eine Gryffindor. Ich konnte mir damals allerdings nie das Passwort merken. Passwort? Passwort? Das Passwort ist Grata Domum. Grata Domum. Zutritt gewährt. Sehr gut. Nun gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen wartet ein großer Tag auf. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Sehr gern. Genießen Sie die erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ich hab das Gefühl, wir müssen uns das Passwort merken. Aber nur so ein Verdacht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Kommen in Hogwarts. Ach schön, wir haben ja auch so eine kleine Karte, die uns den Weg zeigt, wo wir lang müssen. Türen funktionieren einfach so. Wir werden wahrscheinlich runtergehen müssen, oder? Ah ne, bin auf falsche Richtung. Na, alles klar. Dann nach oben. Wo geht's nochmal zum Gemeinschaftsraum? Das sind Fragen, ja. Wahrscheinlich hier und dann so. Klappt. Muss komisch sein, wenn man im fünften Jahr in Hogwarts anfängt. Danke. Der neue Fünftklässler wäre fast Drachenfutter geworden, wie der arme Mann vom Ministerium. Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Ich hoffe, diesmal hat es noch ein Lehrer. Es kann jeden Moment ein Lehrer kommen. Funktioniert immer noch nicht. Bei drei Leuten stellen wir uns vor. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es ist kein komplizierter Zauberspruch. Ich sollte ihn nonverbal wirken können. Warum funktioniert er nicht? Go. Oh, hallo. Willkommen in Gryffindor. Ich bin Cressida. Ist mir ein Vergnügen, Cressida. Deine Ankunft gestern Abend bei der Einführungsfeier war theaterreif. Du hast es gerade noch so geschafft. Stimmt es, dass du Professor Figgs Schützling bist? So würde ich das nicht nennen. Er hat mir vor unserer Ankunft nur ein bisschen was gezeigt. Mist! Ich hatte gehofft, er hätte dir ein paar Tipps zum wortlosen Zaubern gegeben. Ist es das, was du gerade versucht hast? Ja, ich habe ein paar Probleme.
Den Zauberspruch habe ich mit der Beschwörung gemeistert. Doch das hier ist etwas schwieriger. Ah, bisschen aufwundern. Keine Sorge, du kriegst das schon noch hin. Oh, das hoffe ich. Wenn ich es schaffe, wird Professor Ronan sicher sehr beeindruckt sein. Ich versuche es einfach weiter. Ist es wirklich so schwer, wortlos zu zaubern? Oh ja. Und wenn man es nicht richtig macht, kann das Ergebnis, nun ja, unangenehm sein. Ich habe mal versucht, Depulso wortlos auf einen Becher in der großen Halle zu wirken und schleuderte Professor Sharp damit seinen Yorkshire-Pudding ins Gesicht. Er war nicht begeistert. Verständlich. Können denn viele Schüler wortlos zaubern? Aber nein, in Hogwarts wird wortloses Zaubern erst in der 6. Klasse gelehrt. Und selbst dann tun sich viele schwer damit. Ich versuche nur einen Schritt voraus zu sein. Gut, dann wissen wir ja, was wir jetzt schon machen wollen. Tja, viel Glück damit. Hat mich gefreut, Cressida. Mich auch. Viel Spaß am ersten Tag. Gut, die haben wir uns geschnappt. Da balanciert oben jemand. Die Aufmerksamkeit macht Nelly alles. Alles für Nervenkitzel. Können wir denn mit dir reden? Müssen wir da hoch, ja? Meine ganze Familie wurde. Sind wir nicht da hoch? Wie reden wir mit ihr? Ich hoffe, diesmal erwischen sie einen Lehrer. Das kann ich nichts machen. Hier unten kann ich interagieren, verstehe. Warum sind alle immer so nervös? Es ist total sicher. Oh, hallo. Achte gar nicht auf mich. Ich wechsle gern ab und zu den Blickwinkel. Rücke die Dinge ins rechte Licht. Einmal habe ich es auf den Gryffindor-Turm geschafft. Von außen. Ohne Besen. Wirklich? Ich bin übrigens Nelly. Nelly Oxbeier. Ich habe Gerüchte darüber gehört, was dir auf dem Weg nach Hogwarts passiert ist. Stimmt das? Mit dem Drachen? Oh, so richtig eiskalt, aber ich bin damit klargekommen. Es ist wahr. Aber wir haben es gut gemeistert. Sicher doch. Ich denke, du giltst sowieso schon als ziemlich furchtlos. Jedenfalls hast du definitiv für Aufregung gesorgt, was Gryffindor dringend nötig hatte. Und Hogwarts auch. Welche Gerüchte gibt es über meine Reise nach Hogwarts? Dass du einem Drachenangriff entkommen bist? Reicht das nicht? Die meisten kommen mit Bahn oder Boot. Nicht direkt aus einem Drachenmaul geflüchtet. Natürlich reden die Leute. In Hogwarts spricht sich sowas schnell rum. Na gut. Ich nehme an, du hast keine Höhenangst. Ich war schon immer so, seit ich klein war. Mit 5 hat meine Mutter mich mal auf dem Dach gefunden. Sie weiß bis heute nicht, wie ich raufkam. Aber bei all den seltsamen Gängen und Zimmern im Schloss und allem, was auf dem Schulgelände und drumherum so lauert, muss man keinen Turm erklimmen, um unglaubliche Dinge zu sehen. Die meisten Schüler haben wohl nie einen Drachen gesehen. Und du? Meine Güte, nein! Ich habe auch noch nie von so einem Kutschenangriff gehört. An Kutschen ist doch gar nicht genug Fleisch dran. Oh Mann. Wir sehen uns bestimmt wieder. Im Gemeinschaftsraum oder... wenn du mal wieder einen Turm erklimmst. Man weiß nie. Mach's gut. Jetzt klettert die da wieder hoch und dann schnappen wir uns noch kurz den Gareth. Dort Gareth? Mal gucken. Das nächste Butterbier. Willst du es nicht mal probieren? Hab ich selbst gebraut. Hallo, du bist der neue Fünftklässler. Freut mich, ich bin Gareth Weasley. Ich habe von deiner Anreise gehört. Unglaublich. Schön, dass es euch gut geht. Stimmt es, dass jemand vom Ministerium mit euch in der Kutsche war? Oh, ja. Ein Freund von Professor Fig. Oh, ich wollte nicht neugierig sein. Grässlich, diese Drachen. Naja, schön, dass du hier bist. Danke, Gareth. Ich auch. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Ja, sie ist meine Tante. Ist es schwierig für dich, dass sie deine Tante ist? Mehr als du denkst. Die meisten Leute denken, ich bekomme nie Ärger oder Nachsitzen, aber da irren sie sich. Tante Mathilda behandelt mich wie ein Erstklässler, behält mich ständig im Auge. Ehrlich gesagt ist es etwas erdrückend.
Aber sie meint es gut. Und sie ist eine sehr mächtige Hexe. Sie passt auf einen auf. Trinkst du etwa Butterbier zum Frühstück? Hm? Oh nein, ich arbeite an einem Rezept, das mir im Sommer eingefallen ist. Es ist fast fertig. Einigen Versuchen zufolge braucht es noch etwas Arbeit. Okay. Das Brauen scheint dir Spaß zu machen. Darf ich annehmen, dass du ein Talent für Tränke aller Art hast? So wie ich das sehe, besteht kein grundlegender Unterschied beim Brauen zwischen modifiziertem Butterbier und einem Mega-Power-Trank. Aber ich bin nicht sicher, ob Professor Sharp die Verbindung sieht. Er schätzt meine Kreativität nicht so, wie man denken sollte. Ja. Hat mich gefreut, Gareth. Und danke, dass du mir von deiner Tante erzählt hast. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Viel Glück heute. Sehr cool. Prüfender Neuzugang. Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Okay. Da gehen wir gleich hin. Allerdings erst für euch morgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.